Magier für Giga.de auf der IFA 2017 und mich hat es in die Küchenabteilung von Medion verschlagen und da gibt es einen neuen Smart Fridge. Den schauen wir uns jetzt etwas näher an. Und eins gleich vorweg, es handelt sich definitiv um ein Vorserienmodell. Das heißt, wir haben weder einen genauen Namen des Kühlschranks noch einen genauen Preis. Medion sagt, es soll jedenfalls deutlich günstiger sein als die Geräte des Mitbewerbers. Und damit ist definitiv Samsung gemeint. Ja, letztes Jahr, nämlich auf der IFA, hatte ich euch ziemlich den gleichen Kühlschrank vorgestellt, eben von Samsung, der ungefähr auch die gleichen Funktionen bieten soll. Apropos Funktionen, da sind wir schon beim Thema. Es wird euch weniger interessieren, was die Kühlleistung betrifft und wie stromsparend das Ganze ist, sondern die smarten Funktionen. Und hier sind wir auch schon im Vorserien-Prototyp-Stadion drinnen, denn die ganze Benutzeroberfläche, die ist noch nicht final. Das ist Beta. Das wird angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse und man wird dann noch ein bisschen feilen, was bringt sich wirklich, welche Apps braucht man, welche braucht man nicht. Jetzt mal haben wir eigentlich eine ganz große Palette an Apps und ich würde mir wünschen, das auch in der finalen Version zu sehen. Ihr seht hier laut chinesische Schriftzeichen, aber ansonsten haben wir so die typischen Funktionen, wie dass wir hier irgendwas sketchen können, irgendwas draufmalen können, auch Notizen für etwaige andere Familienmitglieder hinterlassen können. Das heißt, wenn die später aufstehen, sehen sie dann, Schatz, ich bin gerade in der Arbeit. Dann kann man sich hier über das Wetter erkundigen, man kann sich Videos angucken, Musik hören. Kann natürlich auch die Temperaturzone des Kühlschranks ablesen und könnte hier jetzt auch noch einen Shop einrichten. Das wäre in Zukunft wahrscheinlich sehr interessant, wenn zum Beispiel Amazon sich da überall einklingt und man kann dann hier direkt auf Amazon Groceries, also Lebensmittel einkaufen. Ansonsten natürlich klassisch die Rezept-Apps dabei, wo man sich direkt angucken kann, wie macht man denn die Lasagne heute Abend. Und was dieser Kühlschrank auch noch bietet, und das zeige ich euch dann auf der Innenseite, das wird hier ausgewiesen. Ich mache ihn am besten mal auf, dann seht ihr das. Er soll nämlich eine Plasma Reinigungsfunktion bieten, was das heißen soll, keine Ahnung. Man will mit Hilfe von Plasma den Kühlschrank desinfizieren. Ich hatte vorher so einen Menüpunkt offen, da konnte man das einstellen, 5 Minuten Kühlschrankreinigung. Keine Ahnung, ob das gut funktioniert. Hier an der Seite haben wir Kameras. Das haben wir auch beim Samsung-Kühlschrank schon gehabt. Das heißt, in Zukunft soll es möglich sein, mit der passenden Medion-App dann aus der Ferne beim Einkaufen zum Beispiel zu sehen, ob im Kühlschrank noch genug Milch, Butter, Käse oder sonstiges lagert, um nichts doppelt einzukaufen. Ansonsten haben wir klassisch mehrere Temperaturzonen. Wir können hier die Feuchtigkeit regulieren. Hier haben wir ein Fach für Kosmetikartikel. Finde ich auch sehr lustig. Generell vom Design schön gemacht. Wirkt auch sehr wertig. Wie gesagt, schade, dass wir noch keinen Preis haben. Das bestimmt wohl, ob das ein Verkaufsschlager wird oder nicht. Genug Platz hat man auf jeden Fall, um die ganze Familie zu ernähren. Hier unten haben wir auch noch die Gefrierfächer. Ja, das war ein kurzer Blick auf den neuen Medion-Kühlschrank. Oh, cooler. Aber nur leid, man will ja nicht dick werden.